Gut, dann würde ich vorschlagen, ich erzähle euch ein bisschen was zu dem Thema Two-Stack CMS, NIOS in einem Enterprise Setup, also in einem Enterprise Setup, was wir dabei 1 und 1 gemacht haben. Genau. Ja, ich würde gleich erklären, was das ist und was das soll und warum man das will oder in diesem Fall gewollt hat. Genau. Ganz kurz, wir haben das als 3 Agenturen gemacht, weil es ein ziemlich großes Projekt war. Genau, NetLogic, Sensum, also wir und Network Team. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Worum ging es? Also, 1 und 1 kennt ihr ja alle als Anbieter von Internet, Telefon, Handy und so weiter. Und die versuchen, ihre Produkte, ihre Verträge und so weiter an den Mann zu bringen, indem sie Reseller, also Zeichen aufbauen, wo man halt so Reseller werden kann und dann Provisionen bekommt für alle Aufträge, die man selber bekommt. Also wenn man jetzt hier um die Ecke irgendwo geht und man sieht da irgendwo so ein 1 und 1 Banner an irgendeinem Laden hängen, die sind genauso ein Reseller. Da gibt es verschiedene von, da gibt es 7 Portale in Summe. Zum Beispiel Hosting Partner ist eins dieser Portale oder auch Profiseller. Also die haben also quasi diesen Markt dieser Reseller in so 7 Bereiche segmentiert. Und da ist zum Beispiel auch Media Saturn dabei. Also wenn man jetzt bei Mediamarkt oder Saturn so einen 1-und-1-Vertrag abschließt, dann geht das letztendlich über diese Plattform. Und letztendlich bekommen die Reseller halt einen Teil davon, von diesen Einnahmen, die über diese Verträge generiert werden, also Provisionen letztendlich, und haben damit einen Anreiz, halt möglichst viel zu verkaufen. So, und aus technischer Sicht ist daran extrem spannend, dass 1&1 regelmäßig an alle ihre Kunden E-Mails verschickt oder an viele Kunden E-Mails verschickt, um so ein Reseller zu werden. Das heißt, die verschicken in kürzester Zeit Hunderttausende von Mails, wo sich dann die Leute anfangen, auf diesen Portalen umzugucken und zu registrieren. Man hat also extrem, extrem krasse Loadspitzen in diesem Kontext drin. Ne? Es gibt gewisse Tage, da passiert da fast gar nichts auf diesen Plattformen. Und dann gibt es andere Tage, da hast du viele Millionen von Requests in kürzester Zeit. Und aus dem Grund ist es halt, was uns halt super wichtig, eine Plattform zu haben, die stabil ist und auf der anderen Seite auch eine hohe Resilienz und Performance halt hat. Und genau, und letztendlich hat 1&1, das war ganz spannend, ich hatte sie jetzt vor 2 Jahren oder vor einem Jahr mal gefragt, ja, wie seid ihr eigentlich auf NIOS gekommen? Weil war ja, also das Projekt, was ich heute vorstelle, ist vor 1,5 Jahren live gegangen. Wir haben mittlerweile ein Folgeprojekt, kann ich am Ende noch kurz was sagen. Aber zu der Zeit sozusagen war NIOS ja noch ein bisschen jünger, als es jetzt ist. Und da haben wir so gefragt, wie seid ihr eigentlich auf NIOS gekommen? Warum gerade NIOS? Und das war interessant. Die haben gemeint, naja, sie haben quasi sich irgendwie jedes CMS auf dem Planeten so angeguckt und halt ihre Feature-Wünsche aufgeschrieben und ihre Wünsche aufgeschrieben und dann immer wieder weiter runtergestrichen. Und am Ende haben sie sozusagen die 2 oder 3 Finalisten dann vor Ort eingeladen und da waren wir dann auch dabei quasi dann und haben sich dann Angebote geholt und so ist es dann letztendlich NIOS geworden. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Haben dann sehr detaillierten Auswahlprozess durchlaufen. Gut, also Performance ist ganz, ganz wichtig. Performance und Stabilität. Auch Sicherheit im Übrigen, weil 1&1 ist auch ein durchaus interessantes, lohnendes Angriffsziel für Hacker. So, wie baut man heute skalierbare Systeme? In der Regel versucht man, Systeme horizontal skalierbar zu machen. Ne? Das bedeutet, ich kann, wenn ich es schaffe, ein System so zu bauen, dass ich sozusagen einfach nur neue Rechner anmiete, ne? bei irgendeinem Cloud-Provider oder auch physisch. Und ich schaffe es, dass sozusagen, wenn ich halt doppelt so viele Rechner habe, dann auf einmal doppelt so viele Requests handhaben kann, dann habe ich es geschafft. Dann kann ich nahezu unlimitiert skalieren, muss halt dann ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, ein bisschen mehr Hardware mieten oder kaufen und dann habe ich das ermöglicht. Und viele Systeme sind nicht gut in der Lage, horizontal zu skalieren, weil sie State haben, also Zustand. Ne? Und man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt Inhalte, also wir müssen sicherstellen, dass zum Beispiel Inhalte, die wir beispielsweise in einem CMS produzieren, dass die halt auf allen diesen Knoten entsprechend verfügbar sind, damit wir halt nicht wieder einen zentralen Punkt haben, wo halt alle Requests zusammenlaufen und wo es am Ende crasht. So, und da haben sich ein paar schlaue Leute so um Martin Fowler und anderen den Begriff eines Two-Stack-CMS geprägt.
Und das bedeutet, dass man eine harte Trennung macht zwischen der Schicht des Content Authorings, also der Redaktionssicht, und der Content Delivery, der Auslieferungsschicht zum Endkunden. Und Two-Stack bedeutet letztendlich, dass man halt das Authoring, also das Erstellen des Contents, ganz, ganz anders löst wie die Delivery, also das Ausliefern zum Kunden. Und deshalb Two-Stack. Wie kann sowas aussehen oder wie sieht das jetzt auch in diesem Projekt aus? Wir brauchen so eine Kiste in der Mitte, so einen sogenannten Content Store. Also die Idee ist quasi, Neos publiziert alle Inhalte, also alle HTML-Snippets, alle HTML-Seiten in diesen Content Store vor. Das ist sozusagen so eine Art große, große Datenbank, die auch repliziert ist. Und dann habe ich quasi oben eine andere Anwendung. Das ist jetzt in unserem Fall dieses Delivery Layer. Und das wird quasi, das sucht sich immer für jeden Request die Daten aus dem Content Store und liefert sie aus. So, das heißt, in dem Content Store liegen vorgerenderte Inhalte. Also, ne, das ist nicht verwechseln mit diesen Node-Bäumen, was wir gesehen haben. Ne? Der Node-Baum, der jetzt bis jetzt immer die Rede war, der liegt quasi nur in Neos. In diesem Content Store liegen schon vorgerenderte HTML-Snippets, die dann verwendet werden. Und wir nutzen hier Redis, haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil Redis eine extrem gute Replikation beinhaltet und auch ein sehr, sehr schnelles, weil es einfach alle Daten in Memory hält. Und man kann da schon, also das sind ja alles textuelle Informationen, deshalb passt auch sehr, sehr, sehr viel rein, muss man sagen. Genau. So, wie ist das jetzt ein bisschen konkreter implementiert? Wenn wir, dafür muss ich das ein bisschen ausholen. Und zwar die Frage ist also, wie schafft es das Neos, diese Inhalte zu publizieren? Wir gucken jetzt als erstes mal an diesen Punkt hier unten rein und dann gucken wir später dann oben, was die Delivery damit macht. Da muss ich ein bisschen aushöhlen. Neos, wenn es eine Seite rendert, tut es quasi verschachtelt. Also ich habe eine Seite, da kann ein Menü drauf sein und dann zum Beispiel ein Plugin drauf sein. Und es hat ein System, dass ich nicht nur die gesamte Seite cachen kann in Neos, sondern auch bestimmte Teilbereiche. Und der Witz ist, dass ich dann halt auf einer anderen Seite beispielsweise denselben Teilbereich auch wiederverwenden kann. Also das heißt, damit kann ich auch die Last des Systems teilweise deutlich reduzieren. Und ich habe also so Snippets letztendlich von HTML, die da drin sind. Und was wir jetzt sozusagen machen, ist, diese Snippets zu nehmen und das Delivery Layer, also die liegen dann im Content Store drin, ja, und als HTML-Snippets entsprechend. Und das Delivery Layer, wenn es eine Anfrage für eine bestimmte Seite kriegt, dann holt sich die Seite aus dem Content Store, sieht, Moment, da gibt es ja noch zwei andere Inhalte, die dafür benötigt werden, und holt die dann entsprechend auch noch, baut diese paar Teile zusammen und schickt es raus. Jetzt im Fall 1 und 1 ist das Delivery Layer eine Java-Anwendung, weil das einfach der Stack ist, mit dem Sie in hochperformanten Anwendungen die meiste Erfahrung haben. Aber wir haben auch schon Implementierungen mit PHP oder Go beispielsweise oder auch in Nginx, OpenResty, Lua kann man das machen. Das ist einfach eine extrem hochperformante Umgebung, wo man sehr asynchron arbeiten kann, was bei PHP beispielsweise nicht so richtig gut geht. So, und das Problem ist eigentlich nicht, initial alles mal zu publizieren. Das Problem ist, wenn sich was ändert, nur die Dinge neu zu publizieren, die publiziert werden müssen. Also ihr könnt euch vorstellen, so eine Seite hat ein paar hundert Unterseiten quasi zum Beispiel. Wenn jetzt der Redakteur einen Tippfehler korrigiert, dann ist es nicht akzeptabel, dass quasi wir hunderte Seiten durchrendern müssen, um sozusagen, bevor dann der neue Stand online gehen kann, sondern wir möchten in der Lage sein, wirklich nur diese Details dieses Tippfehlers zum Beispiel online zu rendern. Es kann aber passieren, dass dieser Tippfehler, also das Inhaltselement des Tippfehlers zum Beispiel in mehreren Seiten auftaucht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Ansprechpartner habe, als Person zum Beispiel, ne? Und diese Person ist halt auf 20 dieser 100 Seiten verwendet, dann muss ich halt wissen, dass ich diese 20 Seiten neu rendern muss entsprechend. Und das kann Neos Gott sei Dank von Haus aus, indem diese Snippets mit so Tags angereichert sind, wie zum Beispiel den Tag Documents beispielsweise. Und man kann auch neue Tags dazu bauen, wie beispielsweise Product Category Shirts, also indem man einfach sagt, okay, dieses Menü hat irgendwas mit T-Shirts zu tun beispielsweise. Und dann kann ich quasi sehr gezielt auf der einen Seite steuern, was muss ich wegschmeißen, wenn sich was ändert.
Und ich kann auf der anderen Seite das halt auch verwenden, um die Informationen zu nutzen, was muss ich denn neu rendern, wenn sich irgendwo eine Änderung passiert sozusagen. Und in genau den Mechanismus hängen wir uns rein und wissen damit sehr genau immer, welche Seiten muss man neu rendern, wenn nötig. So, genau, das heißt, so der Überblick ist, ne, das Neos publiziert quasi Inhalte in diesen Content Store rein. Das ist quasi hier eine Redis-Instanz und hier sind jeweils Redis-Slave-Instanzen dran, quasi an jedem der Delivery Layer. Hier fließen die Daten im Redis von unten nach oben und das Delivery Layer fragt das sozusagen an seine lokale Redis-Instanz, holt die Daten und liefert die entsprechend aus. Und das Schöne ist, das ist, ne, wir sehen, das ist horizontal skalierbar. Man kann hier neue Deliveries ranhängen und die holen sich dann die Daten und das wird und können arbeiten. Aber es hat noch ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel war es für 1 und 1 ganz klar, okay, Neos mag ein tolles Open-Source-Projekt sein, aber das ist ein riesen Open-Source-Projekt. Da gibt es ganz sicher irgendwelche üblen Sicherheitslücken, die noch keiner kennt. Deshalb darf Neos um Gottes Willen nicht front-facing ins Internet gehen, ne? Weil Neos besteht aus so vielen Paketen, so viel Quellcode, was da drin liegt. Da ist einfach die Angriffsfläche, die potenzielle Angriffsfläche zu groß. Und da kann man noch so viel erzählen, wie wenige Sicherheitslücken man bis dahin gefunden hat. Das hilft am Ende alles nichts. Ist auch, finde ich, sehr nachvollziehbar, dieser Grund. Ja. Und dadurch, dass dieses Delivery Layer sehr, sehr wenig tut und sehr schlank ist, kann man damit, es sinkt natürlich auch die Angriffsfläche. Es sinkt die Möglichkeit, dass da irgendwie, also die Menge an Bugs, die da drin sind, wird viel geringer sein als die Menge an Bugs, die man in Neos beispielsweise finden könnte. Und das ist für so eine große Institution, für so eine große Unternehmen sehr, sehr wichtig. Häufig zumindest. So, und es wäre jetzt langweilig, wenn diese Seite jetzt komplett statischen Inhalt hätte, ne, was ich bis jetzt erzählt habe. Das würde jetzt quasi gut funktionieren für alles statische Inhalte, die für alle Nutzer gleich aussehen. Das ist halt nicht der Fall, sondern es gibt auch noch interaktive Komponenten und es gibt auch Anpassungen an bestimmte Nutzer. Das heißt, es kann sein, dass bestimmte Inhaltselemente nur angezeigt werden, wenn ich heute Geburtstag habe. Das ist ein realer Use Case, der dort verwendet wird, weil die Leute halt besonders grüßen wollen an ihrem Geburtstag beispielsweise. Und die kriegen dann nochmal ein paar Specials quasi. Das heißt, wir müssen auch ermöglichen, dass so Ajax-Komponenten wie mit Angular oder React geschrieben sind, dass die auch ihre Daten holen können. So, wir gucken jetzt mal in das Delivery Layer rein, um mal zu schauen, wie besteht denn das, aus welchen Teilen besteht denn das quasi. Und wir sehen in der Mitte ist diese große Java-Frontend-Kiste, das ist das Delivery Layer. Wir haben hier unten diesen Redis, diesen Content Store, also den Slave des Content Stores für diese jeweilige Instanz. Jetzt für diese, für, also genau, die Website-Requests, die gehen de facto in den Content Store und wieder raus. Und das war's. Die Ajax-Requests werden hier direkt verarbeitet. Da gibt es auch noch eine kleine Datenbank, die manchmal benötigen. Und dann werden API-Calls in interne Systeme gemacht, die zum Beispiel den Provisionsstatus abrufen und dann halt auch also nach außen bereitstellen beispielsweise, dem Reseller anzuzeigen, wie viel Geld er im letzten Monat verdient hat. Und das Schöne ist, man hat quasi damit eine zentrale Stelle, nämlich hier, wo man extrem aufpassen kann, wo man sehr gut monitoren kann, was hier drüber passiert, wo man Rate Limiting machen kann beispielsweise, wo ganz, ganz klar definiert ist, wie ist mein Weg sozusagen vom Public Internet, vom großen bösen Public Internet hin zur schützenden 1&1-Welt sozusagen. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn diese Komponente hier relativ dünn entsprechend ist. So, und auf der anderen Seite müssen wir quasi, jetzt gucken wir quasi an die untere Seite des Content Publishings. Da müssen wir also sozusagen diesen Inhalt irgendwie befüllen und haben halt Neos und die Datenbank von Neos entsprechend. Und letztendlich publizieren wir die Inhalte über eine Job-Queue letztendlich. Also wir müssen halt erkennen, welche Inhalte müssen publiziert werden. Dann werden einfach Jobs dafür angelegt und dann werden asynchron diese Inhalte hier in diesen Content-Store reingeschrieben. Und wenn alles da ist, dann wird sozusagen atomar ein Schalter umgelegt und damit geht ein neuer Content-Release online. Also das heißt, das sind sozusagen der alte Stand ist da und dann schaltet man den Schalter um und ab dem Zeitpunkt wird der neue Inhalt ausgeliefert. Das hat im Übrigen auch den riesen Vorteil, wenn sich ein Redakteur mal einen Fehler macht, was ja durchaus immer mal vorkommt und genauso wie ein Entwickler immer mal einen Fehler macht, dann kann man damit sehr, sehr einfach auch mal auf einen alten Stand der Webseite zurückswitchen. Also mit einem Klick in der Oberfläche sagen, okay, mich interessiert jetzt der Stand von vor 3 Tagen beispielsweise.
Und dann habe ich halt ein bisschen Zeit gewonnen, den Fehler zu fixen, auszubessern und so weiter und dann das zu umgehen. Genau, und was auch noch wichtig ist, ist, dass halt die Assets, also die statischen Dateien, müssen einen anderen Weg gehen, weil Videos, Bilder und so weiter natürlich auch sehr groß sein können. Das ist in Neos Gott sei Dank recht einfach, weil diese Inhalte in Neos Content adressiert sind. Das bedeutet sozusagen, wenn ich ein Video hochlade und das hat wie kann man das erklären? Und das also es entscheidet nicht der Filename dafür sozusagen, um zu entscheiden, ob ich das Video schon kenne oder nicht, sondern ich mache quasi eine Prüfsumme über den Inhalt und wenn ich dann sehe, das ist das Gleiche, dann weiß ich, ich habe das schon im System. Und das kann man halt sehr gut nutzen, um inkrementell Changes von Assets zu publizieren beispielsweise und die dann in den CDN zu schieben. So, genau, so viel erstmal so ein bisschen zur groben Architektur. Ich würde noch mal ein bisschen was zur Editing Experience erklären und zeigen, weil die ist da ein bisschen speziell. Und zwar, wenn man sich noch mal die Seite anguckt, ich gehe noch mal kurz zurück zu der Webseite. Genau, ich finde, die haben sich eigentlich schon ein nicht so unschickes Design ausgedacht grundsätzlich. Und was da auffällt, ist, dass da sehr viel mit so nicht rechteckigen Kanten passiert. Also das hier ist kein Fehler vom Beamer, sondern das ist tatsächlich so ein leichtes Trapez quasi, was diese Inhalte darstellt. Und das haben die halt ganz, ganz oft, dass halt Dinge nicht gerade abgeschnitten werden, sondern irgendwie angeschnitten werden. Und das musste halt auch responsiv funktionieren, weil diese gesamte Webseite halt auch vom Handy bis zum Desktop entsprechend funktionieren muss. Und um diese Editing Experience umzusetzen, haben wir quasi so Positionierungscontainer in Neos implementiert. Das sind letztendlich einfach nur Node-Types sozusagen, also einen für den Container und einen für die Dinge, die ich da reinplatzieren kann, wo ich halt so genauer angeben kann, wo liegt der denn? Also ne, wo ich sozusagen auf einem Hintergrundbild relativ genau definieren kann, wo ist denn der Output definiert und wo ich das halt auch festlegen kann, wie soll das aussehen bei verschiedenen Sizes, also Media Queries beispielsweise. Ne? Dann kann ich halt sagen, okay, auf einem kleinen Device soll das dann anders umbrechen. Ne? Also jetzt hier habe ich zum Beispiel die Inhalte, die sind sozusagen am Rand festgepinnt jeweils. Das heißt, der Platz, der wächst hier in der Mitte, wenn mehr Inhalt entsteht. Und wenn ich jetzt zu einer mobilen Seite komme oder zur mobilen Variante dieser Seite komme, dann können diese, dann wird das erstmal grundsätzlich linearisiert dargestellt und dann habe ich vielleicht hier sozusagen die Verknüpfung, die sagt, okay, dieser Abstand muss immer gleich sein, damit das vernünftig aussieht. Und genau, im Backend kann man das auch mal sehen, denn das ist so ein Positioning-Container im Backend beispielsweise. Da kann ich hier halt angeben, wie groß ist das Ding, ist das sozusagen rechtsbündig, linksbündig, wie viel horizontalen Spacing brauche ich, ist es quasi, also an welcher Seite hängt es sozusagen von dem übergeordneten Element und kann auf diese Weise halt ein sehr stark visuelles Design erzeugen. Und man muss jetzt natürlich dazu sagen, das ist jetzt nichts mehr, was ein Redakteur beim ersten Mal sofort versteht, logischerweise. Ne? Aber hier wurde sich halt jetzt bewusst dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen es, also der Redakteur darf eine Schulung kriegen, aber wir wollen halt diese Flexibilität haben, dass sie halt exakt die Vorgaben, die ihnen das Marketing macht, hinsichtlich der Placements dieser Container und so weiter, um das wirklich exakt umzusetzen. So, genau, das ist mal so das war sozusagen nochmal ein zweites Thema, losgelöst von diesem großen, von dieser Performance-Thematik. Genau, wir sind gerade auch in einem Folgeprojekt drin, wo es dann darum geht, letztendlich nicht nur diese Partnerseiten umzusetzen, sondern nochmal einen deutlich größeren Scope quasi. Weil wir gemerkt haben, dass dieses Konzept einfach sehr, 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 sehr gut skaliert. Aber auch da muss man halt sagen, wir sind mit dem System, mit den ersten Seiten live gegangen und dann gab es irgendwann mal einen Anruf von IT-Operations von 1&1, die gemeint haben, und irgendwie diese Delivery-Systeme sind massivst unter Last, wie kann das sein? Und wir so, oh Gott, das darf eigentlich nie passieren, nach dem, wie wir es gebaut haben.
Und Gott sei Dank ließ sich das sehr, sehr einfach lösen. Nach innerhalb irgendwie einer Stunde in einem Call kam den Kollegen von 1&1 eine sehr, sehr gute Idee. Die meinten, ach, nutze die und die Library. Wieso? Ja. Und dann meinen sie, ach, das Problem kennen wir. Unser Monitoring-System, unser Monitoring-Library beißt sich mit dieser Java-Bibliothek. Da müssen wir was ein bisschen anders konfigurieren. Da ist uns ein sehr, sehr großer Stein vom Herzen gefallen, muss ich sagen. Und seitdem langweilen sich die Kisten, die das ausliefern, so wie es sein sollte. Genau. Ich möchte nochmal einen anderen Case machen. Der ist jetzt ein bisschen, also der ist jetzt nicht real umgesetzt quasi, aber ich will einfach mal demonstrieren, wie man dieses Pattern halt grundsätzlich anwenden kann. Und zwar geht es um die Verknüpfung von einem Shop und einem Content-Management-System, also Neos. Und wir haben halt das Problem, ne? So ein Shop hat halt hochdynamische Bereiche, wir haben ändernde Preise, wir haben ganz viele Produkte drin, wir haben teilweise hochindividualisierte Produkte, wo ich halt je nach Kunden ganz individuelle Dinge sehen soll. Und ich habe bestimmte Bereiche, die sollen gar nicht aus dem CMS kommen, wie ein Warenkorb beispielsweise, ne? Das ist eine reine Shop-Funktionalität. So, und was man da zum Beispiel machen kann, ist, man kann sagen, okay, das Delivery Layer besteht grundsätzlich aus diesen zwei Teilen, nämlich so einem Content Proxy und einem Shop API Proxy. Und der Content Proxy geht letztendlich an den Content Store, Neos publiziert in den Content Store. Das ist also der Teil, den ich am Anfang des Talks ein bisschen versucht habe zu erläutern. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel so einen Shop API Proxy, der dann eine Shop API ansprechen kann oder auch dann Binärdateien für ein S, also JavaScript-Dateien direkt zum Beispiel abfragen kann. Und sowas könnte man ja noch relativ einfach mit einem Nginx Reverse Proxy zum Beispiel realisieren, also relativ einfach konfigurieren, alles hier rum, links rum, also alles mit der URL links rum, alles mit der anderen URL rechts rum. Interessant wird dieser Ansatz, weil man jetzt hier die Möglichkeit hat, einen Use Case spezifischen Kombinator einzusetzen. Das bedeutet, also Code zu schreiben, der definiert, wie möchte ich die Shop-API oder mein Shop-System, was HTML zurückliefert, mit meinem CMS verknüpfen. Beispielsweise kann das dann sein, okay, die Shop-API, also der Shop rendert die meisten Seiten, aber er hat bestimmte Platzhalter, die aus Neos kommen können. Ne? Da würde ich halt sagen, okay, ich schicke alles zum Shop und dann mache ich hier eine Weiche, sage, ach, das gehört zu Neos. Oder hier ist ein Platzhalter für ein CMS-Content, dann hole ich es nochmal extra ab, ne, als Variante. Oder andere Variante, ich könnte zuerst immer Neos fragen beispielsweise, wenn das halt mein tendenziell führendes System ist. Und wenn mir halt Neos sagt, okay, hier muss ein Produkt rein, dann mache ich noch den Umweg auf den Shop beispielsweise. Und mit dieser Architektur kann ich halt, mir hilft diese Architektur sehr, solche komplexen Szenarien klein zu kriegen. Weil klar könnte man auch hingehen und sagen, ja, man nimmt halt ein CMS und man patcht da alles ran quasi, soweit es halt geht. Ne? Und das Problem dabei für mich ist immer, dass es die Komplexität steigt quasi mit jedem System, was ich weiter anbinden muss, mehr und mehr und mehr und wird auch immer schwerer zu maintainen. Und irgendwann komme ich an eine Barriere, dass halt Neos selber schon sehr immer fetter wird quasi, immer schwerer zu pflegen wird, dass ich vielleicht irgendwann an Performance-Grenzen komme, wenn das Ganze halt auch noch hochskalierbar sein soll. Und mit so einer Schicht, mit so einem relativ schlanken Delivery-Layer, was halt vielleicht, keine Ahnung, 20 bis 50 PHP-Dateien oder Go-Dateien oder Java-Dateien hat, kann man da sehr, sehr viel machen. Das ist eigentlich unsere Erfahrung, dass das halt sehr gut funktioniert hat. Das geht halt auch leider nicht mit jedem CMS, weil wir halt dafür benötigen, dass Inhalte in irgendeiner Form vorpubliziert werden müssen. Und das kann nicht jedes CMS. Das mussten wir auch Neos erst dann beibringen im Laufe dieses Projektes. Aber seitdem kann es das halt und das ist ganz, ganz gut. Genau, ich bin ein bisschen zu schnell. Ne, wobei, 16:58 passt eigentlich perfekt, glaube ich. Ne? 17 Uhr geht's. Genau, das heißt, ich bin durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen noch kennenzulernen, dann beim gemütlichen Drink danach vielleicht. Oder wenn ihr Fragen habt, dann gerne jederzeit und auch gerne jetzt nochmal. Gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Wünsche? Danke, dann vielen Dank.